Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 5 mit Arezo. Ich bin Arezo und hab schon wieder kein tägliches Abenteuer. Das wird langsam merkwürdig. Okay, was machen wir dann? Dann nehmen wir einfach diesen Keystone. Damit kommen wir auch zu Abenteuern. Das reicht mir. Allerdings müssen wir uns erstmal vorbereiten. Und vorbereiten bedeutet zum einen Platz kriegen. Dazu nämlich das. Zum anderen bedeutet das für Nahrung sorgen. Hopp. Proviant. Da haben wir es ja. So. Und noch mehr Proviant. Okay, man kann mehrmals hintereinander drücken, dann macht er das auch, allerdings ein bisschen verzögert. Gut, dann schauen wir mal, was können wir noch so gebrauchen. Ich habe hier ein paar Eisengewichte, dann kann ich mir auch mal einen Bogen herstellen. Allerdings brauche ich dafür mehr Holz, als ich jetzt habe. Dann lassen wir das noch. Holen wir die Truhe. Hier haben wir die Truhe. Und da packen wir alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. So heißen alles. Denn wir gehen nach Dark Quackstone Depths. Was auch immer genau das ist. Ich meine, dunkel ist klar. Depths auch. Also Tiefen. Der Rest. Ah, Moment, ich habe hier noch ein paar Cornwoods. Roots. In Kombination hiermit könnte ich eventuell. Ich brauche mehr. Ah, genau, eine Route mehr bräuchte ich für meine zweite Spitzhacke. Okay. Da muss ich eventuell demnächst mal drauf achten, dass ich was mitbringe. Und das packen wir weg. So. Und ab geht's ins Abenteuer. Und hopp. Hat er hier noch Gutes gehabt? Nee. Irgendwas anderes, was ich hätte gebrauchen können, sieht nicht so aus. Und los geht's. Und los geht's. Oh, das sieht ziemlich tot aus. Da vote ich nicht für. Dann nehmen wir lieber die Bergaussicht. Das kippen wir mal. Ist beides so generisch. Das hier ist eigentlich ein schöner Schuss, obwohl es auch ziemlich leicht zu machen ist. So, dann schauen wir mal. Das da ist groß. Nehmen wir das hier mal raus. Das machen wir schon irgendwann mit der Zeit. Und das beides im Prinzip auch. Aua! Hey, nicht nett. Hopp. Hopp. Schauen wir uns mal um in diesem großen, großen Schloss. Falls das ein Schloss ist. Quackstone Depths, das klingt irgendwie nach einem großen Verlies eher. Nach einem Schloss. Und so sieht es auch ungefähr aus. Vielleicht ist das sowas wie ein Mausoleum. Aber hier haben wir einen korrumpierten Grabräuber. Also Grabräuber ist nicht wirklich die richtige Übersetzung. Looter, also Plünderer. Hm. Aua. So, unter solchen Platten sind eigentlich öfter mal Dinge. Oh Gott. Versteckt. Okay, das war die 1. Die 2 wird um einiges schwieriger. Aber ich hätte mir doch einen Bogen machen sollen. Aber
Oh Gott, jetzt wird's. Umzingeln die mich hier auch noch. Komm on, komm doch selber an. Oh Gott! Schön. Da ist ja noch einer. Oh Gott. Und dort sind noch mehr. Ganz klasse. 1000 Leute gegen mich. Aber das ist ja kein Problem. Ich meine, ich habe Batman Arkham City gespielt. Ich habe Arkham Asylum gespielt. Ich weiß, wie ich einen nach dem anderen ausschalte. Oh Gott, so zum Beispiel nicht. Und hopp. So, damit dürften wir schon gut die Hälfte der Leute erledigt haben, die hier waren. Der Böse ist natürlich immer noch übrig. Okay, hier habe ich eine gute Position. Oh. Haben die auf mich geschossen? Von irgendwo? Oh, tatsächlich. Oh Gott. Zum Glück hat die Dame angefangen wegzurennen. Direkt in mein Schwert rein. Irgendwie habe ich Angst, direkt von der Axt getroffen zu werden. Und hüpp! Aha! Das ging vollkommen problemlos. Was haben wir hier? Ein Emblem der Dunkelheit. Klingt abenteuerlich. Wo gehen wir hin? Da erstmal nicht. Wir gehen hier hin. So. Dann erledigen wir noch den. Oder die. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und. Hoppala. Aus Versehen die Möbel kaputt gemacht. Und wieder einer. Solange man nach zur Seite geht, ist eigentlich immer alles gut. Oh, hier haben wir auch schönes Zeug drin. Ganz viele Platten, ganz viele Gewichte. Und was haben wir hier? Ja, Gold und Froststahl. Das ist auch sehr schön. Und... okay, das ist jetzt nicht so schön. Aber okay, dafür, dass es gratis ist, ne? Wollen wir uns nicht beschweren. Laut Karte ist hier eine Truhe. Ich vermute mal, die wird hier unten sein. Und... hopp. Ein bisschen Schwarzpulver, sehr schön. Ein bisschen... links da. Erz, auch schön. Normalerweise würde mich das ein bisschen stören, dass ich das... hoppala. Dass man das eben auf der Karte hier sehen konnte. Aber das hier hätte ich sowieso kontrolliert. Weil das einfach zu offensichtlich nach unten ging hier. Hier haben wir auch noch. Nichts wirklich Wertvolles. Aber jetzt ist schon das Inventar voll. Oh Gott. Das ist der Echse, aber eine ganz komisch aussehende. Ich dachte, das wäre eine eigene Spezies, aber das scheint
die normalen Spezies zu sein, bloß quasi korrumpiert. Das könnte auch erklären, warum die Corrupted Looter und Corrupted Hunter heißen. Nicht hier noch Platz. Das ist doof. Und essen wir mal ein bisschen, dann haben wir wieder Platz. Was genau ist denn das? Nomaden-Schuhe. Hallo. Ein korrupter Wilder. Oder eine korrupte Wilde, wenn ich die Stimme richtig deute. Hoppala. Tja, da habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Mal sehen, ob das gleich nochmal klappt. Nicht die Person, auf die ich ursprünglich gezielt hatte. Oh Gott. Aber es reicht. Oh Gott. Und hopp. Damit haben wir wieder jemanden erledigt. Und das Ranspringen und Kritten funktioniert noch relativ zuverlässig. Nicht mehr halb so gut wie in Alpha 3 und Alpha 4. Aber es geht einigermaßen. Aua. So. Was haben wir denn hier? Eine Lederbrustplatte. Okay, Moment. Packen wir mal kurz das hier hin. Und dismanteln, was wir so zu dismanteln haben. Das wäre zum einen das hier. Nicht genug Platz zum Dismanteln. Das ist doof. Okay, was wir machen können. So. Nicht das Ideale, weil ich dafür jetzt ein Holz benutze, das ich nicht so oft bekomme. Und das macht jetzt so vom Platz schaffen her auch nicht wirklich Sinn, aber... Warte. Gucken wir mal, das hier können wir dismanteln. Und jetzt haben wir eventuell genug Platz hierfür. Ja, sehr gut. Ebenfalls gut. Auch gut. Und wieder gut. Hier hatten wir gleich noch was, das man dismanteln kann. Hoppala. Wo ist es? Hier ist es. Und dismantelt. Oh, das war jetzt nicht zum Dismanteln. Aber ich könnte mal gucken, ob ich damit vielleicht das Holz zurückbekomme, das ich benutzt habe. Okay, das brauche ich nicht wirklich. So, zerstört. Oh, da respawnen die schon wieder. Dort hinten habe ich offenbar eine Truhe vergessen. Hier ist er. Das hier ist wieder was zum Dismanteln direkt. Und so. Das hier könnte man auch dismanteln, dafür bekommt man Abysium. Und das ist eins der besten Metalle, die man haben kann. So, dann schauen wir mal, wir haben jetzt schon wieder nicht genug Platz. Dann werfen wir mal Sonnenstahl. Ein ganzer Block, den lassen wir mal hier. Erdstein ist nicht ganz so wertvoll. Und damit haben wir den wieder. Ach ja, und ich sollte vielleicht noch einstellen, dass ich beide Spitzhacken benutzen möchte. So, jetzt kann ich das auch schneller machen. Oh, hallo. So, und was haben wir hier? Nichts sonderlich Wertvolles.
Loftwood könnte ich mitnehmen, ist eigentlich ein schönes Holz. Oh oh. Ich höre irgendwas knurren. Aua. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, dass der umgefallen ist. Da bin ich offenbar tatsächlich einfach durch den durchgerannt. Ohne ihn besiegt zu haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal ein bisschen was essen. So. Mal ein bisschen was essen. So. Gut, das war wieder ein ganzer Haufen. Das ist nicht vorbei. Haben wir wieder ein paar große Kisten. Große Kisten. Oh, ein Rezept, sehr gut. Ein Stuhl. Okay, gefällt mir. Ja, das können wir da auch direkt drin lassen. Das brauche ich nicht wirklich. Ein Vase. Also ein basischer Holzstuhl. Und wieder ganz viel Gold, sehr schön. Die Frage ist, wie komme ich von hier aus weiter? Denn offenbar habe ich mich heillos verlaufen. Oh Gott, da ist wieder ein Wilder. Und da müssen wir ja gar nicht kämpfen, wir können ja auch einfach mal durchlaufen. Ne. Oh Gott. Entschuldigung. Ah stimmt, hier waren ja noch andere Gänge. Das hier ist zum Beispiel der Ausgang. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Oh Gott! Was? Avanti? Wir haben italienische Korrupte. Und hey! Ich hab's in den anderen Reihen ganz, ganz oft gesagt. Ich sag's jetzt immer nochmal. Wenn man von oben kämpft, hat man immer einen gewissen Vorteil. Oder wenn der Gegner feststeckt, dann auch. So. Hier war ich eben, glaube ich. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Hallo. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und... wo? Was zum... bin ich hierher gekommen? Und weg hier. Oh, hallo. Entschuldigung. Ich müsste mal... Ist da eine Truhe eingeschlossen? Ja, Entschuldigung, ihr seid zum Tode verdammt. Ich habe eine Truhe gewittert. Oh Gott, vielleicht bin ich auch zum Tode verdammt. Aua, 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 aua. Oh Gott. Hallo. Verzeihung, ich bin quasi auf Durchhalse nur. Entschuldigung. Hallo. Kann ich hier mal in Ruhe essen? Ja, sehr gut. Ja, wirklich in Ruhe nicht, aber... ruhig genug. Geh weg. Wieder einer erledigt. Wo ist mein Licht? Da ist mein Licht. Oh Gott. Hilfe, Hilfe!
Lava essen, sehr gut. Und ich hab's nicht gekriegt. Oder es wurde schlecht einsortiert. Entschuldigung. Okay, ich denke, hier habe ich gerade einen guten Zeitpunkt. So. Die kriegen zum Glück nicht mit, dass ich da bin. Da gucken wir mal, ob wir genug Materialien hierfür haben. Nein. Oh Gott, jetzt muss ich mich hier tatsächlich durchhacken. Weil ich die Schwerter nicht rechtzeitig ausgewählt bekommen habe. Aber jetzt ist es auch kein Problem mehr, gegen die hier zu bestehen. Und hier haben wir Truhe Nummer 1. Mit was zum Dismanteln. Mach doch nicht die Bosse auf mich aufmerksam. Okay, so aufmerksam ist er offenbar noch nicht geworden. Oh! Was für eine Truhe. Spinnweben? Ja. Emblem der Reinheit. Ein rares Artefakt, das nur in bestimmten Truhen vorkommt. Und eine Blattsiegelrolle. Okay, was geben wir auf? Irgendwas muss ich zurücklassen. Hier, das hier. Das kann ich direkt lernen und das andere nehme ich dann mit. So und so. Was ich mich frage, es gibt auch das, das Emblem der Reinheit Elysium, wenn man es versucht zu dismanteln. Schauen wir nach. Reinheitserz, wow, das klingt cool. Das muss ich mal näher erforschen dann. Dazu habe ich bisher auch noch nirgends was geschrieben gesehen. Hallo. Schwarzwachen. Korrumpierte Schwarzwachen. Die zum Glück festhängen. Ah, habt ihr Pech. Und die Frage ist, wie doll hängen sie fest? Ah, nicht doll genug. Definitiv nicht doll genug. Aber hier können die nicht gut manövrieren, ich schon. Ja, wieder verfehlt, hä? Bitte nicht rüberklettern, das ist mein Metier. Und zack. Oh Gott. Bisschen dunkel geworden. So, jetzt kann man wenigstens wieder was sehen. So. Uiuiui. Aber Nummer 1 haben wir bald erledigt. Und Nummer 2 ist eh der Dummere, der mich angreift. Oh Gott. Aber der hat Verstärkung. Gut, sehr kleine Verstärkung. Aber Verstärkung. Oh Gott. Verstärkung ist es dennoch. Deswegen nicht treffen lassen. Schon wieder so einer. Verzeihung. Spotte ruhig. Ich geh darauf nicht ein. Hoppala. Moment, hier ist noch eine Truhe. Oh, da. Wenn es mal beim Spotten bleiben würde, aber nee, der verfolgen einen ja auch noch richtig. Los, versuch's nochmal.
So. Essen wir das hier mal, dann können wir das hier mitnehmen. So. Dann wird nichts verschwendet. Durch, okay, den bräuchte ich eh nicht. Dann auf zum Boss-Loot und hoffen wir, dass die Bosse nicht schon wieder neu da sind. Hallo? Ne, sieht alles sicher aus. Was haben wir hier? Okay, 10 grüne Keystones. 4 Geld, 2000. Einen Helm. Ja, komm mal mitnehmen. So. Eine neue Truhe, sehr schön. Das lerne ich direkt mal. Das, oh, das kann ich so nicht mitnehmen. Das ist offenbar ein Gewicht gewesen. Oder so, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob die inzwischen so gebaut sind, dass tatsächlich auch mehr rein kann in die neuen. Aber auf jeden Fall ist es schön, verschiedene Designs zu haben. Was lassen wir noch zurück? Das hier kann ich eigentlich gut gebrauchen. Hier, davon haben wir eh nur wenig und... Ach, das Fleisch lassen so viele fallen. Ne, das hier gibt eh nur Groundfood zurück. So, machen wir es so. Und gehen zurück nach Hause und jetzt habe ich Post. Wahrscheinlich kam jetzt ein tägliches Abenteuer endlich an. Achso, nee, Moment, ich hatte ja ein Level-Up zwischenzeitlich. Okay, dann ist das das. Gut, was mache ich dann jetzt? Ich gucke auf die Uhr und sehe... Oh, wir sind schon bei 27 Minuten Aufnahmezeit. Dann packe ich mal ein bisschen Zeug schnell weg. So, 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 so. Damit wir auch ja hier noch Platz für die Belohnung haben. Gucken wir uns noch die Belohnung an. Und was ist es? Ein Punkt, okay. Gold, okay. Holz, okay. Und... Hoppala. Was ist das? Oh, ein Wegweiser. Sehr schön. Und lernen wir... Kostet nur Holzplanken. Schön. Und Siedlerrang 2 direkt erreicht aus... Achso, weil ich Rezept gelernt habe, okay. Dann ein antiker Schädel. Ah, das habe ich in der vorletzten Folge, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Triceratops-Schädel. Könnt ihr sehen, das war mein verzweifelter Versuch, zu Alpha Hippos Labyrinth zu kommen. Und das war auch genau dieser Schädel, glaube ich. Müsst ihr euch mal gucken. Vielleicht habe ich ja sogar genug Knochenfragmente gerade hier. Hier haben wir 11. Und hier haben wir keinen, aber vielleicht unten. Moment. Ganz schnell, ganz schnell. Damit kommen wir auf 17. Ach komm, den Rest kriegen wir auch noch zusammen. Und... Moment. Jetzt ist die Frage, wo genau mache ich das? Wahrscheinlich an der Werkbank. Ich meine, wo setzt man Schädel sonst zusammen? Tatsächlich. 30 Sekunden. Könnt ihr noch 30 Sekunden warten? Bestimmt. Ich kann ja schon mal mich verabschieden. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dass wir uns wiedersehen, weil ihr wieder einschaltet, weil es euch gefallen hat, worauf ich auch hoffe. Jo, und worauf hoffe ich noch? Kommentare, Kommentare hoffe ich immer. Also wenn ihr zufällig ein paar habt, dann lasst sie da. So, Moment kurz. Damit haben wir den Schädel. Wo ist er? Hier ist er. Wo ist denn... Hier. Und...
Moment. Tada! Nee, das ist ein anderer Schädel. Okay, gut zu wissen. Aber jetzt ist meine Insel offiziell dekoriert. Yay! Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare. Adios.